Freunde, heute möchte ich euch mal diese vier Düfte von Latafa vorstellen. Wie gut sind sie wirklich? Ich habe sie jetzt schon eine Weile, aber ich habe sie noch nicht vorgestellt. Jetzt mache ich das mal. Meine Meinung zu diesen, ja, Düften von Latafa. Ihr seht diese Flakons. Kommt einem bekannt vor, aber ja, sind sie auch wirklich gut? Das möchte ich euch jetzt erzählen. Und den Anfang macht natürlich Oud for Glory. Aber bevor ich das mache für alle Neuen, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Yes! Ja, Oud for Glory. Also zum Flakon muss ich ja nicht viel sagen, kommt den Initio-Düften doch sehr nahe. Und ja, habe ich jetzt nicht vor die Kamera geholt, die stehen da hinten. Egal, ihr kennt die Initio-Düfte oder beziehungsweise die Flakons und das schaut doch ziemlich nahe aus. Gleich vorweg, die Latafa-Flakons sind größer und haben hier unten noch einen geilen, ja, ein geiles Logo. Ich finde, die sind mit den Namen hinten. Also nicht schlechter gemacht, das muss ich sagen. Aber es geht ja auch gar nicht um groß, um die Flakons. Also schon natürlich klar. Das sind Dupes, also es sollen Dupes sein, ganz klar. Und ja, Oud for Glory, das Original heißt Oud for Greatness. Ja, aber sind sie auch wirklich gut? Ja, zu Oud for Glory kann ich nur sagen, definitiv ja. Sehr guter Sprüher. Ihr habt am Anfang schon sehr viel Ähnlichkeiten. Sehr viel Ähnlichkeiten. Ich finde aber, dass der Initio, das Original, definitiv ja, präsenter ist am Anfang. Vor allem gleich würziger, was hier nicht so ganz der Fall ist. Also wenn ihr 1:1 testet, ist das Original würziger, tiefer, runder. So. Ich möchte den Duft aber nicht schmälern. Er wird nach 10, 15 Minuten so identisch und ihr müsst auch von der Haltbarkeit keine Angst haben. Also das ist hier ein 9-10 Stunden Duft und ja, was wollt ihr da falsch machen? Wer auf so eine Art Düfte steht, geh mir jetzt mal weg vom Original. Es ist ein würziger, naja, leicht rauchiger Oud-Duft, der grundsätzlich würzig rüberkommt. Muskat, Safran, Lavendel. Muskat ist so, ja, dieses Würzige und vor allen Dingen Muskat. Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob das Original ist, glaube ich, auch Muskat drin. Es ist schon, dass dieser Duft ein, ja, ich würde behaupten, also ich rieche es, Muskat ist so und so, überall, wo ihr, ob Kartoffelpüree meinetwegen Muskat drauf knallt. Also Muskat ist immer stark. So, und es ist im Endeffekt ein Muskatduft. Ein Oud-würziger Muskatduft. Ja. Wem das gefällt, ja, kann hier zuschlagen. Kostet immer verschieden. Das ist ja immer so ein Hin und Her. 29, 39. Auf jeden Fall mit der schönen OVP, die ihr aufklappen könnt. Also, das ist auch schon mal nice. Und wie gesagt, ihr habt keine Einbüßungen. Sehr guter Flakon. Und ist er so ein bisschen anders als das Original. Wie gesagt, am Anfang schon, er ist ein bisschen leichter, vielleicht auch frischer, aber dann ähneln sie sich doch, oder sind sie sich ziemlich nah, finde ich. Ja, das zu Oud for Glory. Ja, als nächstes kommen wir zu den Weißen, und zwar Honor of, oder beziehungsweise Honor and Glory, oder And Glory. Ja, dasselbe, ich muss jetzt nicht nochmal erwähnen, alles Flakon, ne? Ja, sehr schön. Und das ist ein Creme Brûlée Ananasduft. Und der ist wirklich nice. Also in meinen Augen richtig nice. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welchen Duft er ähnelt, ist mir auch im Endeffekt egal, weil diese Art, so wie er ist, durch das Creme Brûlée und dann die Ananas, habe ich soweit in keinen, habe ich keinen, zwischen meinen ganzen fast 1000 Düften habe ich keinen Duft, der so ist, und daher ist mir das auch egal. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das Original, falls es ein Original gibt, besser ist oder schlechter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Duft, der so seine 8, 9, 10 Stunden hält, richtig gut, kommt gut an, hat eine geile Süße, keine unbedingt synthetische Süße. Es gibt einige Inhaltsstoffe noch in diesem Duft, aber grundsätzlich Ananas und Creme Brûlée. Und ihr merkt einfach dieses Cremige. Es wird nachher eine schöne cremige Ananas, die grundsätzlich so bleibt. Also es bleibt so und
Er kommt wirklich gut an. Ja, Honor and Glory. Ja, ein sehr schöner Duft. Und der liegt hier so, das ist so lecker. Das ist wirklich so lecker, dieser Duft. Oh, er ist einfach cremig. Und dann diese Ananas. Und wie gesagt, Creme Brûlée, wer das kennt, weiß. Und das ist ein schöner Nachtisch zum Aufsprühen. Im Endeffekt ist das alles. Jede Nase ist anders. Es kann natürlich sein, dass ihr was anderes wahrnehmt. Ich nehme nur das wahr. Aber das ist, er hat nicht so eine, also er wandelt sich nicht so, hat nicht so eine große, wie soll ich sagen, ja, wie gesagt, er wandelt, das reicht eigentlich, er wandelt sich nicht so viel. Es muss er auch nicht. In meinen Augen muss er es nicht, weil manchmal sind die Kopfnoten ja so gut und dann wird ein Duft manchmal auch schlechter, aber ich finde, er bleibt einfach so. Natürlich wird die Ananas ein bisschen entspannter und das Süße, es bleibt aber irgendwie so und das, ja, ich finde auch, dass Creme Brûlée bleibt und ja, sehr geiler Duft. Natürlich ist Vanille auch drin, Kurkuma ist auch drin, aber das nehme ich nicht wirklich wahr, auch nicht später. Und daher, wie gesagt, ändert sich nicht so viel, aber es ist ein richtig geiler Duft, der vor allen Dingen richtig gut ankommt. Also ihr bekommt Komplimente, ihr werdet gefragt, was für einen Duft tragt ihr und ja, sehr nice. Ja, als nächstes haben wir den roten, den Sublime. Yes, Sublime. Und das ist Apfel, Litchi und vor allen Dingen den Apfel nimmt ihr definitiv an oder am Anfang richtig wahr. Also das ist Apfel auf die Fresse. Ja, auch frischer, grüner Apfel, etwa, was heißt grüner? Also mit Pfeffer, ich nehme Pfeffer wahr, also ein bisschen im Background, verwechselt das nicht mit Greenlay. Greenlay ist dieser saure Apfel, er ist auch ein bisschen sauer, aber sagen wir mal, dieser leichte rote Apfel ist das. Und er passt ja auch, ne? Und auch hier Flakon, ne? Sehr nice. Auch hier, den werde ich mal einblenden, soll diesen Duft ähneln. Keine Ahnung, ich kenne den eingeblendeten nicht, auch gut, daher, ja, bin ich da raus. Und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Und ja, auch dieser Duft ist gut. Ich finde ihn aber gleich vorweg am schlechtesten aus der ganzen Reihe. Aber er ist natürlich ein bisschen synthetisch. Klar, ein Apfel ist immer stechend. Und egal, wie ihr was habt, es ist meistens so. Und die Litchi merkt ihr auch, die bringt die leichte Süße mit. Dazu kommt noch eine Pflaume. Also ja, Litchi und die Pflaume, die es ja auch grundsätzlich süßer macht nachher. Und das, damit der Apfel nicht ganz so extrem, der Apfel bleibt aber eine ganze Weile. Ich glaube, dieser Duft, ach, was war das? So ist auch so bei 7-8 Stunden. Alle übrigens in der OVP, in der coolen. Und wie gesagt, ne, und muss schon sagen, echt gut, echt nice. Und ja, verändert sich irgendwie auch nicht so viel. Also Vanille, klar, Pflaume, Litchi, Apfel. Apfel kommt ja im Vordergrund und ja, könnt ihr auch nichts mit falsch machen. So, und zu guter Letzt kommt der Amethyst, wenn richtig ausgesprochen, das blendet hier Amethyst. Ja, und das ist ein, ja, Rosenduft, ne? Ja, es ist einfach Rose, leicht frische Rose, die nicht wie ein typischer Rosenduft rüberkommt, auch hier gleich vorweg. Ne, ich zeige euch, es sind einfach geile Flakons und sind ähnlich, nur andere Farbe. Und ja, das ist ein richtig schöner Duft. Ihr merkt einfach die, ja, auch hier richtig schöne Rose. Er soll den Initio Atomic Rose ähneln oder beziehungsweise sehr dicht dran sein oder fast identisch, habe ich gehört. Ich habe den Initio Duft nicht, ich habe 6 andere. Natürlich habe ich Oud for Greatness, Oud for Happiness und so weiter. Und ne, ihr wisst ja, welche ich habe, jedenfalls die eingesessenen. Den Atomic Rose habe ich nicht, aber ich habe von einer guten Freundin gehört, soll sehr, sehr gut ähnlich sein. Für mich ist das natürlich praktisch jetzt. Also ich habe den jetzt, ich habe die alle 4-mal geholt. Jetzt habe ich natürlich schon länger und ich habe den Atomic Rose, glaube ich, irgendwann mal gerochen, das ist lange her, daher ist, da bin ich da auch raus. Im Endeffekt bin ich nur bei Oud for Glory am Start, wo ich sagen kann, okay, so und so. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass ich jetzt nicht unbedingt diesen Vergleich ziehen muss, weil es so für mich dann eigenständige geile Düfte sind, auch wenn sie natürlich wieder ähnlich sind zu anderen, aber welcher Duft ist nicht irgendwie ähnlich zu jemandem, so. Also inzwischen, ich habe alles schon gerochen. So, und wenn
Ja, wenn denn die Hersteller irgendwann mal andere Düfte rausbringen, dann sind es aber trotzdem Düfte, die irgendwann in den 80er, 90ern am Start waren. Ich habe schon sehr viel gerochen. Es muss jetzt mal wieder, es kommen ja ab und zu kommen ja mal ein paar dazwischen, wo ich sage, wow, mal ein bisschen was anderes. Aber ist natürlich auch nicht so schwer. Ist natürlich schwer, wenn man, es gibt Millionen Düfte, ne? Und daher ist das natürlich nicht so einfach. So, aber egal, dieser Duft ist ein richtig schöner Rosenduft. Also wenn ihr es ein, also ich weiß gar nicht, ob der Unisex ist, die anderen ja, der ist, glaube ich, soll ein Frauenduft sein. Ich finde aber, wie gesagt, auch dort kann das ein Mann gut tragen. Und wenn es Männer gibt, die Rosendüfte gern mögen, ist es so und so egal. Bergamotte, Oud kommt auch noch dazu. Ich finde aber, das ist alles so ein Background. Grundsätzlich eine entspannte, keine stechende Rose, schöne bulgarische, cremige Rose. Und der ist richtig gut gemacht. Yes! So, welcher ist jetzt für mich am besten? Es ist schwer zu sagen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Sublime an letzter Stelle kommt, obwohl keiner von den Düften schlecht ist. Der kommt an letzter Stelle. Dann kommt dieser Duft, den ich ihm gerade als letztes gezeigt hat, Amethyst. Und dann kommt der Oud for Glory und dann kommt der Anna and Glory. Weil das, der Weiße ist einfach, um den nochmal hierher zu holen, der Weiße ist einfach für mich lecker. Und gleich vorweg, das hatte ich eben noch nicht erwähnt, er riecht nicht wie Aventus wegen Ananas. Also viele kriegen immer Angst, Ananas, Aventus, nein, komplett nicht. Ah, herrlich. Absolut herrlich. Schöner Duft. Also der ist wirklich eine spritzige Ananas mit so eine leicht süße, spritzige, ausgepresste Ananas, die dann gleich in Creme Brûlée übergeht. Diese süße, geil, absolut nice. Und der Flakon auch, der weiß, ist geil. Das sind übrigens 100 ml, wenn ich mich nicht ganz täusche. Moment, steht das hier überhaupt drauf? Ich glaube, ja, 100 ml, yes, ja. Ja, 100 ml, ja. Also, Fazit, sie lohnen sich. Sie sind gut, sie sind wirklich gut. Ich glaube, ich habe gehört, da kommen noch mehrere. Ich könnte jetzt wieder sappeln, wenn ich so viel Geld ausgeben will für das Original. Das mache ich jetzt aber nicht, weil, wie gesagt, ich habe drei Düfte, die habe ich nicht als Original. Ich weiß von den Weißen nicht mal, welcher Duft ähnlich ist. Ist mir auch relativ egal. Auch nicht beim Rot. Noch beim Roten habe ich eingeblendet, aber den Duft kenne ich gar nicht. Und Atomic Rose, wie gesagt, habe ich irgendwann mal gerochen. Und Oud for Glory, Oud for Greatness, da komme ich schon ganz durcheinander. Oud for Greatness, das ist schon wirklich gut gemacht. Und ja, obwohl ich bevorzuge, wenn es danach geht, wenn es jetzt um Original geht, ich bevorzuge Oud for Happiness. Ich mache den sehr gerne, den habe ich auch. Ich habe natürlich Oud for Greatness auch, Oud for Glory, Oud for Happiness, Oud for Greatness, Oud for Honor and Glory. Ach, ja, nun ist gut. Und ja, wisst ihr Bescheid. Also Leute, schreibt mal runter, wie findet ihr diese Reihe? Und ja, dann denke ich mal, sehen wir uns bald wieder. Reinhauen!